Wir haben ganz viele Fragen am Telefon. Wir haben das ja, das ist ja ein altbekanntes Thema. Und wollen mal schon die ersten rannehmen. Frau Plumbohm. Stimmt das? Plumbaum. Plumbaum, so machen wir es richtig. Also erstmal kann ich Ihnen sagen, herzlichen Glückwunsch zum großen Wadas. Und Sie dürfen auch noch mit dem Original reden. Was haben Sie denn für eine Frage? Ja, seit vergangenem Jahr sitzen in meinen Rosenknospen immer solche schwärzlichen Käfer, leicht silbern. Und wenn Sie die Flügel ausbreiten, dann sind das Flügel wie bei einer Biene. Und ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Ich habe keine Rosen mehr. Okay. Alles von innen verfressen. Also das ist halt, also ob das dieser Käfer ist, das würde ich jetzt mal, das ist jetzt schwierig, wenn ich diesen Käfer nicht sehe. Besser wäre es, also normalerweise, wenn die Rosen angefressen werden, sind es ganz oft Blattwespen, die da ihr Unwesen treiben. Das heißt, die Blattwespen legen dort ihre Eier ab und die Raupen fressen dann die ganzen Blätter auf. Also das ist bekannt. Es könnte auch ein Rüssler sein, das heißt ein Rüsselkäfer, der frisst auch alles an. Aber es ist schwierig, das müsste man. Aber da wäre zum Beispiel der Reinfahren hier die richtige Maßnahme, das heißt also reinfahren, ernten, trocknen und dann im nächsten Jahr frühzeitig oder auch jetzt auch die Rosen regelmäßig mit reinfahren einsprühen, das hält die ab, weil dann schmeckt die Rose nicht mehr so schön. So, das haben wir auch, dafür haben wir eine Lösung. Wir gehen als nächstes am Telefon. Herr